Powerlifter meets Freeletics. Workout abgebrochen. Mein Leben ist so sinnlos. Ich kann nicht trainieren. Die Studios wurden einfach zugemacht. Kein Grund für Trübsal, mein Freund. Es gibt doch Free Speckix. Damit wirst du wieder fit. Ganz ohne Equipment oder ein Gym. Aber ich bin doch Powerlifter. Und ohne schwere Gewichte und Maxouts, Rumgeschrei, hat mein Leben einfach keinen Sinn. Free Speckix, sagst du? Ach, na gut. Dann probiere ich das halt mal aus. Aber es ist kein Sport, das ist klar. Sport ist nur das eine. Identität und Therapie für mich. Ja, ich probiere es mal. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Ist schon wieder lange her mit dem letzten Sportvideo. Ihr erinnert euch, 4 Wochen Pause. Dann hatte ich ein Training mit Hexenschuss gefühlt. Also ich glaube, es ist ein Hexenschuss. Und danach wurden auch die Gyms geschlossen und seitdem gab es auch immerhin kein Training bei mir. Außer so ein bisschen Outdoor-Gehampel, wie ich es nenne. Zu dem Teaser oder zu dem Intro eben, falls du dich davon getriggert gefühlt hast, nimm es mir nicht übel. Ich musste mich einfach nur so ein bisschen darüber lustig machen. Weil ich finde, dass teilweise dieses Thema Training, insbesondere Powerlifting, ein wenig zu hoch gehangen wird. Ja, Sport ist wichtig, Sport ist geil, Sport gibt einem Bestätigung. Aber meiner Meinung nach sollte es nicht die Identität sein oder ein lebensfüllender Inhalt. Aber just my two cents, wie man heutzutage zu sagen pflegt. Wie gesagt, ist überhaupt nicht böse gemeint, sollte vielleicht nur einfach zum Denken anregen. Aber die tolle App Free Speckix aus dem Intro, die wollen wir hier heute tatsächlich thematisieren. Natürlich, wie sich der ein oder andere denken kann, geht es um Freeletics. Auch wenn ich jetzt schon über 1000 Abos habe und teilweise bezahlte Werbung habe, ist dies kein Sellout und kein Werbevideo, sondern einfach ein Selbstversuch von mir. Powerlifter meets Freeletics. Ding ist, ich habe ja während des ersten Lockdowns ein wenig Widerstandsband-Workout zu Hause gemacht und fand es irgendwie scheiße. So, sag ich, wie es ist. Ja, es ist eine gute Möglichkeit, sich einigermaßen fit zu halten, auch mit einem vernünftigen Widerstand. Und sicherlich auch näher an Powerlifting als das, was in Freeletics berücksichtigt wird. Aber ich sage ganz ehrlich, es hat mir einfach keinen Spaß gebracht. So, Punkt. Und einfach in Anführungszeichen sinnlos draußen ein bisschen Seil springen, ein bisschen dies, ein bisschen das. Kann man zwar machen, aber folgt dann irgendwie keinen so richtigen Plan. Außerdem fordere ich mich damit nicht selbst heraus. Und deswegen habe ich mich daran erinnert, dass es diese App ja gibt, die ja mittlerweile riesig ist mit einem richtig krassen Angebot. Es gibt aber auch eben kostenlose Workouts und ich würde sagen, wir gucken hier mal rein. Einfach nur mal so und ich zeige euch, was für ein Workout ich gleich mache und dann machen wir das auch. So Freunde, ich will hier gar nicht zu viele Worte verlieren, weil das ist wahrscheinlich stinklangweilig. Fakt ist einfach nur, diese App ist sehr, sehr umfangreich. Es gibt auch so eine Bezahlversion, wo du so einen persönlichen Coach dir irgendwie, also persönlich in Anführungszeichen natürlich digital, aber da kannst du dir dann ganz individuelle Pläne zusammenstellen lassen, die dann über gewisse Wochen gehen. Wollen wir aber nicht machen, wir wollen einfach nur so ein paar Workouts hier machen. Dann geht man hier auf alle Anzeigen und dann kann man hier oben so einen Filter auswählen und wir wollen einfach nur so einen Ganzkörper-Workout machen. Und wir wollen keine Distanzen, also wir wollen vor allem nicht laufen und wir wollen auch kein Equipment nutzen. So, und dann werden uns hier 3 Sachen angezeigt. Charon, Morpheus und Selene. Hier ist es Dauer und Schwierigkeit jeweils 2 von 3 Punkten. Das wählen wir jetzt einfach mal aus. Ich habe davon schon reingeguckt, deswegen weiß ich jetzt schon gerade, was ich machen will. Und dann sieht man hier, welche Übungen es gibt. 10 Burpees, 20 High Knees, 10 Push-Ups, 20 Split Lunges. Es gibt halt Erklärungsvideos. Eine Erklärungsanleitung und ja, hier unten sieht man noch, was es trainiert. Eine Sache, die ich halt schwierig finde, ist, dass es immer relativ wenig gibt für den großen Rückenmuskel. Aber gut, wir werden das jetzt mal ausprobieren. So Freunde, ganz kurz nochmal. Also klar, ich trainiere auch lieber mit Gewichten, ist ganz logisch, aber mir geht es bei Sport einfach nur darum, mir was Gutes zu tun und irgendwie eine Bereicherung für meinen Alltag zu haben. Und ja, dann versuche ich jetzt halt irgendwie die Bewegung mit zu integrieren. Ist halt auch nicht schlimm, wenn es mal so ein paar Wochen gibt, wo man irgendwie entweder wenig bis gar oder gar nichts macht. Und von daher macht euch da irgendwie nicht verrückt. Das ist nur meine Meinung. Also könnt ihr annehmen, könnt aber auch sagen, der ist bescheuert, ist mir egal. Ist einfach nur meine Meinung. Deswegen habe ich mir jetzt was rausgesucht, wo ich dachte, okay, ich probiere es einfach mal aus.
Kann sicher nicht schaden. Ja, gerade für mich als Shisha-Raucher ist es natürlich auch nicht schlecht, so auf meine Ausdauer zu achten. Ne? Könnte man stärken. Und deswegen fangen wir jetzt an. Wir machen uns warm mit ein bisschen Seilspringen und dann sind es 5 Runden von den Übungen, die ich eben gezeigt habe. Und wir wollen mal gucken, ob ich das überlebe. Also Seilspringen reicht halt wirklich locker eine Minute plus der Lerneffekt. Ich muss da besser werden, weil, ihr habt es vielleicht gesehen, ich mache das barfuß. Das ist sehr unangenehm, wenn man sich dieses Seil direkt gegen die Zehen haut. Die sind kalt und die sind nackt. Und deswegen sollte man da besser werden. Aber das reicht jetzt vom Warm-up her schon für mich. Und deswegen gehen wir jetzt straight in die Übung. Also, 5 Runden, jeweils 10 Burpees, 20 High Knees, 10 Push-Ups, 20 Split Lunges und dann 30 Sekunden Pause. Vielleicht werden aus den 30 bei mir 300, aber scheißegal. Einfach ein bisschen was machen. Let's go. 3, 2, das war die erste Runde. 30 Sekunden Pause und dann weiter? Niemals. Also direkt mit so einem Workout zu starten, ist vielleicht für fitte Menschen kein Problem. Für mich ist es gerade schon die Hölle. Wir sind bei der Hälfte von Runde 2 und ich mache hier schon so eine Pause. So, Freunde, Workout abgebrochen. Ich bin Quitter. Bin Versager. Nach Entrepreneur-Werten 2020. Das war echt anstrengend, muss ich sagen. Und nach den Burpees von Runde 3 habe ich gesagt: Nö. Also, ich habe Kopfschmerzen jetzt schon und meine Lunge brennt. Ich glaube, das sagt eine Menge aus. Nicht über die Härte des Workouts, sondern über meinen persönlichen Fitnessgrad. Und was bringt all das schwere Gewichte heben? Oder Powerlifting, was auch immer. Wenn man bei sowas schon innerhalb kürzester Zeit abkackt. Wenn man von sich selbst sagt, dass man Sportler oder fit ist. Wie gesagt, muss nicht eure Meinung sein, ist nur meine Meinung. Aber ich habe ja schon letztes Jahr im Sommer gesagt, eigentlich will ich nicht nur in der einen Sache einigermaßen gut oder immer besser werden. Sondern für mich bedeutet halt Sport machen auch, dass man in Anführungszeichen sportlich ist. Und das bin ich aktuell definitiv nicht. Jo, was heißt das jetzt für mich im Umkehrschluss? Ich glaube, ich werde sowas einmal die Woche mit einbauen, einfach um das so ein bisschen zu fördern, wirklich ein bisschen fitter zu werden. Auf Laufen habe ich keinen Bock, weil Laufen ist langweilig und einseitig. Wird sicherlich auch viel helfen, klar, aber ist nicht meine Art. Und wisst ihr, heutzutage mit solchen Apps und sowas haben wir halt mega viele Möglichkeiten, finde ich, einfach auch mal andere Sachen auszuprobieren oder, wenn man gezwungen ist, eine gute Alternative zu finden. Und ich finde, das ist eine gute Alternative, um generell Sport zu machen. Sicherlich nicht, wenn das Hauptziel und das einzige Ziel Kraft-3-Kampf und dann 1RM ist. Aber zwischendurch halt mal was anderes, finde ich persönlich nice. Ja, das soll es mit dem Video schon gewesen sein. Schreibt mir mal rein, was ihr denkt. Ob ich eine falsche Meinung habe, ob ich eine richtige Meinung habe, ob ihr das ähnlich seht oder komplett anders. Ja, ich werde jetzt duschen. Und dann gibt es zur Belohnung natürlich erstmal eine Pfeife, ja, damit ich mir das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, direkt wieder kaputt mache. Beste Leben. Also, ich sag besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.